Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um eine kurze Botschaft, um eine kurze Tarot-Nachricht für dich. Ich schaue für dich in die Karten. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Mal schauen, was die Karten dir jetzt mitteilen möchten. Ich habe hier die 8 der Münzen. Das sind hier die Steine, aber das sind die Münzen. Dann den Prinzen der Steine, also den Ritter der Münzen und die Alchemie. Okay. Also, ich habe das hier so, dass jemand für dich wichtig ist, wichtig sein wird oder es ist eine Situation. Und dadurch, dass ich hier den Ritter der Münzen habe, ist es eine, ja, da zieht sich etwas, ja, es zieht sich einfach, es geht nicht sehr schnell voran. Ich habe das hier nicht so, dass das gar nicht vorangeht oder gar nicht vorangehen wird, aber ich habe hier schon so eine Gemütlichkeit oder Gemächlichkeit, ja, oder es zieht sich. Vielleicht bist du ungeduldig und es kann nicht schnell genug hier passieren, aber die Karten möchten dir hier sagen, es ist besser, wenn es langsam vonstatten geht. Es ist besser, wenn es ganz langsam und nacheinander passiert. Ja, das ist hier so diese Message, diese Nachricht, die dir die Karten hier übermitteln möchten. Ich habe das schon hier, dass das entweder viel Arbeit erfordert, viel Fokus, viel Konzentration, viel Aufmerksamkeit, ja. Da muss man vielleicht sehr viel machen oder es ist notwendig, da sehr viel zu tun, zu machen, sich damit zu beschäftigen, zu befassen, ja. Und entweder ist es schon passiert oder die ganze Situation erfordert das einfach, ja, dass man sich damit wirklich beschäftigt, wirklich auseinandersetzt, dass man fast zu 100% da ist, ja, einfach da sein und konkret auch da die Energie reinfließen lassen, ja, anders geht's nicht. Und entweder das wurde schon gemacht oder das soll so gemacht werden. Das ist gut, wenn man sich wirklich damit befasst, wenn man sich darauf einlässt, wenn man hart dran arbeitet vielleicht. Ja, vielleicht ist hier auch harte Arbeit notwendig für einige. Ja, ich sage hier immer mehrere Sachen, weil das eine allgemeine Legung ist und vielleicht nicht alles, was ich sage, zutreffen wird, aber eins, zwei Sachen. Ja, also vielleicht Fokus, vielleicht viel Arbeit, vielleicht aber auch einfach nur 100% zu 100% dahinter stehen. Das kann hier auch so sein, ja? Oder. Deswegen zähle ich das hier alles so auf, aber es geht halt in diese Richtung. Fleißig, vielleicht auch fleißig sein und am Ball bleiben, dranbleiben einfach. Ja, das ist wichtig, das solltest du irgendwie berücksichtigen, das auf dem Bildschirm haben. Erwarte aber nicht, dass dadurch alles super schnell passieren wird, sondern es geht ganz langsam voran. Aber dadurch wird es gut. Dadurch hat es Hand und Fuß. Dadurch ist es hier etwas, was auch gut werden wird. Man macht keine Fehler dadurch, ja. Und hier mit der Alchemie, da habe ich auch so den Ausgleich drin auch irgendwo. Du wirst den Ausgleich dafür erhalten, bekommen. Du wirst auch
belohnt werden auch irgendwo, ja, dafür. Ich habe hier so viele Münzen und das ist auch dann der Lohn für deine Mühen oder der Lohn dafür, was du hier reingesteckt hast. Also deine Investition in diese ganze Angelegenheit wird sich früher oder später auszahlen. Bei den meisten ist es halt nicht sofort. Sofort habe ich das nicht. Also du wirst nicht sofort das fertige Ergebnis vor dir haben, sondern das dauert ein bisschen. Aber dann ist es wirklich gut. Ja, dann wird es wirklich sehr, sehr gut werden. Ich werde hier auf diese Karte noch eine Karte drauflegen. Der König der Münzen. Ja, das ist hier gut Ding, will weil haben. Ich glaube, so heißt es. Ja, und darum geht es hier. Es geht hier nicht darum, alles super schnell und auf einmal zu erledigen, zu bekommen, vielleicht in Bezug auf diesen Menschen oder auf diese Situation, ja, sondern diese Langsamkeit hat hier einen Sinn und zwar am Ende wartet hier das Wertvolle auf dich, ja. Also das ist so, als würde man zum Beispiel irgendetwas herstellen und wenn man das schön haben möchte, dann braucht es halt seine Zeit, ja. Das ist so hier diese Nachricht, diese Botschaft für dich und das ist auch gut, so soll ich dir sagen, ja. Ich weiß, vielleicht manche oder viele möchten das alles sofort, jetzt, schnell. Das habe ich nicht, in dieser Angelegenheit nicht. Und das kann sich hier um die Arbeit handeln, um eine ganz bestimmte Angelegenheit, die wichtig für dich ist. Ja, das kann etwas auch mit den Finanzen zu tun haben. Ich habe hier so viele Münzen, das kann auch finanziell sein. Ich kann aber Liebe nicht ausschließen. Ja, liebesmäßig kann es auch hier sein. Ich habe hier zwei Menschen. Das kann auch ein Mensch sein, der hier in dieser Zeit erwachsen wird. Das ist hier auch ein Reifeprozess wird mir hier auch angezeigt. Jemand wird reif werden, deswegen und ready, fertig, bereit, ja, dadurch. Deswegen diese Langsamkeit, deswegen diese Entwicklung auch hier, aber mit einem guten Resultat, ja, mit dem, was du dann auch brauchst. Also wenn es zum Beispiel hier sich auch irgendwo um einen Menschen handelt, dann ist er dann am Ende dieses Prozesses dann auch richtig fertig gebacken sozusagen, ja, und nicht halb pro hier, weil der Ritter der Münzen ist, ja, das ist hier noch nicht so eine fertige Energie, ja, das ist unreif so ein bisschen, so eine Unreife kommt hier rüber, aber der König, der ist reif, der ist fertig, ja, der ist nicht halb durch, der ist fertig gebacken und deswegen diese Langsamkeit oder diese Zeitspanne, ja. Die Zeitspanne, ja, ich habe hier die 8, ich habe hier aber auch die 14, ja, 8 und 14, vielleicht sagen dir diese Zahlen etwas. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir warst, wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, eine wundervolle kommende Zeit, vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.